Rage on that beat, going crazy. Hallihallo, ich bin's mal wieder, die Yvonne, und heute bin ich mit einem Fischrezept am Start. Schon wieder. Hauptsache gesund, sag ich ja immer. Und zwar gibt es heute einen pazifischen Lachs mit Grillgemüse. Es ist euch sicher nicht entgangen, dass es in letzter Zeit oft Fisch bei mir gibt. Naja, der schmeckt halt gut und nicht zuletzt kann regelmäßiger Fischverzehr Zivilisationskrankheiten günstig beeinflussen. Also ich rede hier von Schlaganfall, von Herzinfarkt und von Fettstoffwechselstörungen. Nicht zuletzt ist regelmäßiger Fischverzehr aber auch sehr gut gegen hohes Cholesterin. Und mal unter uns gesagt, ab einem gewissen Alter achtet man da schon vermehrt darauf. Aber wenn man schlau ist, dann fängt man auch schon in jungen Jahren damit an, auf seine Ernährung zu achten. Ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Okay. Im Filet von Fettfischen sind sehr viel Vitamin A und Vitamin D vorhanden, außerdem auch Niacin, B12 und B6. Gleiches gilt für Selen und Jod, wobei letzteres sehr wichtig ist für eine gut funktionierende Schilddrüse. Meeresfische enthalten im Gegensatz zu Süßwasserfischen einen viel höheren Jodgehalt, so dass die tägliche Jodzufuhr auch schon mit einer 150 Gramm Portion Seefisch leicht gedeckt werden kann. Gute Jodlieferanten sind also Kabeljau, Seelachs, Steinbutt und Makrele. Generell enthält die rote Muskulatur von Fischen eine höhere Konzentration an Vitaminen und Spurenelementen. Zu den rotfleischigen Fischen gehören Kabeljau, Seelachs, Makrele und Thunfisch. Aber egal ob im gekochten, rohen oder gebratenen Zustand, es gibt Menschen, die mögen einfach gar keinen Fisch. Doch keine Sorge, denn diese Menschen können auch ihren täglichen Omega-3-Bedarf ganz leicht über die Ernährung decken. Besonders kaltgepresste Öle wie zum Beispiel Olivenöl, Walnussöl oder Leinöl sind hierfür sehr gut geeignet. Auch ein regelmäßiger Verzehr von Nüssen und Saaten kann den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren decken. Aber zurück zum Fisch. Gerade nach dem Auftauen stellt man häufig fest, dass ein Fisch komische Ränder hat oder sehr glasig ist. Und mir ist es sehr oft bei Pangasius-Filet aufgefallen, dass man ihn trotz Garens, also 10 Minuten im Dampf, was ja den Fisch eigentlich durch sein lassen müsste, dass er immer noch schwammig innen ist. Das liegt daran, dass Fischen sehr häufig Wasser zugesetzt wird. Entweder wird Wasser zugesetzt oder irgendwelche Zusatzstoffe, die eben Wasser binden. Das hat für die Industrie den Vorteil, dass das Gewicht erhöht wird und man kauft ja Fisch nach Gewicht ein. Also das grenzt schon so ein bisschen an Betrug, aber es ist wohl zulässig. Man muss es allerdings deklarieren auf der Verpackung, aber nur, wenn der Wasserzusatz mehr als 5% beträgt. Und das müsste dann auch ganz klar auf der Packung ersichtlich sein. Frische Fisch. Frischen Fisch erkennt man an den Augen, der Haut und den Kiemen. Die Augen sollten klar, durchsichtig und prall sein, also nicht eingefallen. Die Haut sollte glänzen und die Kiemen sollten hellrot sein. Bei einem Fischfilet ist die Frische daran zu erkennen, dass die einzelnen Muskelsegmente nicht auseinanderklappen. Wer abgepackten Fisch im Supermarkt kaufen möchte und dabei umweltbewusst sein will, der sollte auf Qualitätssiegel und Zertifikate achten. Von der Marine Stewardship Council gibt es ein Logo mit einem kleinen blauen Fisch. Fischereien, die dieses Logo haben, die achten darauf, dass sie die Meere quasi nicht überfischen. Das bedeutet, sie hören auf, wenn es am schönsten ist und wenn die Gefahr besteht, dass der Fischbestand zu sehr schrumpft. Wer Fisch nach dem Einkauf länger als 1 bis 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren möchte, sollte ihn lieber einfrieren. Je magerer der Fisch ist, desto länger ist er dann auch haltbar. Scholle oder Zander beispielsweise lassen sich bis zu 8 Monate einfrieren. Aal oder Lachs nur bis zu 3 Monate. So, jetzt genug Theorie. Wir bereiten heute einen MSC-zertifizierten Pazifiklachs zu mit Grillgemüse. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für unser heutiges Gericht benötigen wir natürlich einen Fisch, Olivenöl, Salz, Senf, eine Bio-Zitrone, Boxhornklee, Thymian und Curry, 2 Knoblauchzehen und Sambal Oleg.
Jetzt mischen wir gleich mal unsere Gewürzpaste zusammen. Dafür gebe ich erstmal die trockenen Gewürze in eine Schüssel und verrühre sie mit Öl. Das ist wichtig, damit die Gewürze einen Ölfilm um sich herum bilden und nicht so schnell verbrennen können später im Ofen. Jetzt reibe ich die Zitronenschale und den Knoblauch in das Schüsselchen mit rein. Vergesst bitte nicht, die Zitrone vorher gründlich abzuwaschen, und es empfiehlt sich auch sehr, eine Bio-Zitrone zu benutzen, wegen der Spritzmittel. Ihr wisst schon. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz und Sambal Oleg mit in die Gewürzmischung rein. Die Zitrone wird ausgepresst. Es kommt von der gesamten Zitrone der Saft zur Gewürzmischung dazu. Und zum Schluss gebe ich auch noch ein bisschen Senf mit rein. Weniger wegen dem Geschmack, sondern vielmehr wegen der Emulsion, die entsteht. Weil Öl und Zitronensaft würde sich nicht verbinden. Durch den Senf tun sie das aber. Den Fisch habe ich jetzt einmal gründlich abgewaschen und trockne ihn mit einem Küchenpapier ab. Er sollte recht trocken sein, damit auch die Gewürzpaste gut daran hält. Als nächstes schneide ich vom Fisch alles ab, was ich nicht dran haben will, also die Flossen und den Schwanz. Der Kopf, der war ja schon abgeschnitten. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Und wenn ich die Flossen dann entfernt habe, kann ich den Fisch auch schon mit der Gewürzpaste einreiben. Wenn ich den Fisch mit der Paste eingerieben habe, stelle ich ihn aufrecht, damit später beim Backen die Haut rundherum auch ein bisschen braun wird. Ich decke den Fisch jetzt ab und stelle ihn eine Stunde in den Kühlschrank, damit das Gewürz auch schön einziehen kann. In der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen Gemüse zusammengesucht. Ich mache ein bisschen Grillgemüse dazu. Dazu kann man eigentlich nehmen, was der Kühlschrank hergibt. Man könnte auch Karotten oder Auberginen oder sämtliches Gemüse könnte man eigentlich dazugeben. Man muss nur darauf achten, wenn das Gemüse hart ist, so wie Karotten zum Beispiel, dann sollte man sie dünner schneiden, damit sie dann auch weich sind, wenn der Fisch gar ist. Das Gemüse sollte jetzt noch ein bisschen eingewürzt werden. Dazu nehme ich nur Pfeffer und Salz und ein bisschen Olivenöl und gar keine sonstigen Gewürze. Man kann natürlich benutzen, was man gerne mag. Man könnte auch ein bisschen getrocknete Gewürze wie Oregano oder Thymian oder was auch immer mit hinzugeben. Aber wie gesagt, ich halte es sehr einfach diesbezüglich. Jetzt habe ich auch noch eine rote Paprikaschote gefunden im Kühlschrank. Die mache ich spontan auch noch mit zum Grillgemüse dazu. Der Fisch hat jetzt genug geruht. Ich lege das Grillgemüse einfach drumherum und schiebe ihn jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad für circa 35 Minuten. Und so sieht unser fertiger Fisch dann aus. Guten Appetit! Die Zutaten für dieses Gericht habe ich euch unten nochmal in die Infobox geschrieben. Wenn ihr das ganze Rezept haben wollt, also Zutaten und Zubereitungsschritte, dann schaut gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei, ymb.happiness. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wenn es noch Fragen gibt oder ein bisschen Input gibt. Gerne benutzt die Kommentarfunktion. Das ist nämlich, glaube ich, schon nötig, weil ich mache jetzt seit März jede Woche ein YouTube-Video. Und ich dümpel immer noch bei 75 Abonnenten rum. Und das sollte sich ändern. Das wäre eine ganz tolle Sache, wenn sich das ändern würde. Okay. Aber ich bin natürlich wahnsinnig dankbar für die 75 Abonnenten. Also ich meine, im letzten Video habe ich es mal erwähnt, da waren es nur 70. Das ist jetzt 4 Wochen her. Ist ja eigentlich gar kein schlechter Schnitt. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Genau. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine gute Zeit